Das Wort hat die Kollegin Dr. Jochimsen für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst, Herr Kollege Kaster, Sie haben hier wörtlich gesagt, Gregor Gysi habe junge Menschen ans Messer geliefert. Ich fordere Sie auf, diesen ungeheuren Vorwurf zurückzunehmen. Das ist kein Umgang, mit dem wir in einem Parlament miteinander umzugehen haben. Das ist ungeheuerlich, das können Sie nicht beweisen, und das nehmen Sie bitte wirklich im Namen der politischen Kultur zurück. Zuerst habe ich heute gedacht, ich lese nicht richtig. Wann läuft die Regelung des im Jahre 2006 novellierten Stasi-Unterlagengesetzes aus? Führende Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, kommunale Wahlbeamte und ehrenamtliche Richter, Sportfunktionäre, Intendanten und so weiter und so weiter auf eine eventuelle Stasi-Vergangenheit zu überprüfen. Ende Januar 2010, in einem halben Jahr, Ende 2010, weit gefehlt. Das soll Ende 2011 sein, in 23 Monaten. Und deswegen müssen wir uns heute in einer aktuellen Stunde mit diesem Thema befassen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das nenne ich eine Phantomdebatte. Das nenne ich eine Gespensterdebatte. In Wirklichkeit geht es Ihnen doch gar nicht um eine Gesetzesnovellierung. Sie haben ja keinen Antrag und nichts eingebracht. Sie hantieren nur mit ein paar Zeitungsmitteilungen. Es geht Ihnen um was ganz anderes. Es geht Ihnen um eine Debatte über Brandenburg und dessen Regierung, der SPD mit den Linken, die Ihnen nicht gefällt. Und es geht Ihnen über uns, die Linke, insgesamt. Darum geht es Ihnen. Dann sagen Sie das doch endlich und ehrlich. Und dann machen wir eine Debatte über die Linke und über Brandenburg und nicht über eine Gesetzesveränderung, die erst in 23 Monaten überhaupt auf der Debattenliste steht unter dem Thema Aktuelle Stunde. Wunderbar. Wenn nun aber über Brandenburg geredet werden soll, können wir gern über die Brandenburger Verstrickungsfälle reden, die uns Linke schwer getroffen haben. Kennen Sie unseren Parteibeschluss aus dem Jahr 1991? Wer für ein Amt kandidiert, muss offenlegen, ob es Stasi-Zusammenarbeit gab und welcher Art sie war. Thomas Nord zum Beispiel hat dies seit Jahren genauso gehalten. Er führt die Tatsache in seinem Flyer auf, in einer Auflage von 30.000 Exemplaren. Jeder, der ihn gewählt hat, wusste Bescheid. Und er wurde übrigens direkt gewählt. Das nur nebenbei. Im Fall von Gerd Rüdiger Hoffmann wussten die Wähler nicht Bescheid. Und die Partei Die Linke und die Fraktion im Landtag auch nicht. Er wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Wenn die Wahrheit jahrelang verschwiegen wird, hat das meiner Meinung nach nichts mit der Existenz von Überprüfungsregelungen zu tun, sondern mit Ängsten und der Verbreitung von Ängsten. Und wenn wir Offenheit wollen, und die wollen wir, müssen wir uns mit der Vergangenheit differenziert auseinandersetzen. Und das ist etwas ganz anderes als Ihre Diskussion hier und Ihr Vorstoß heute. Was wird heute hier gefordert? Die Überprüfung bis 2016 fortzusetzen mit der Option einer weiteren Verlängerung. Das wären dann 25 Jahre Überprüfungszeit und mehr. Ich frage Sie, soll es nie eine Verjährung für Stasi-Verstrickungen geben? Nie mehr? Zum Rechtsstaat gehört der Rechtsgedanke der Verjährung im Strafrecht wie im Zivilrecht. Die Zeit spielt bei Fragen der Schuld eine entscheidende Rolle. Selbst die Tatbestände der schweren Körperverletzung oder der schweren Freiheitsberaubung verjähren nach 10 Jahren. Bei schwerer Vergewaltigung ist die Tat ebenfalls nach 10 Jahren verjährt und darf bei einer Einstellung im öffentlichen Dienst übrigens nicht einmal geprüft oder ermittelt werden. Auch dort gibt es immer Betroffene, die diese Verjährung nicht verstehen. Der Rechtsstaat hat sie dennoch beschlossen. Wissen Sie von der FDP eigentlich, was Burkhard Hirsch 1991 zur damals beschlossenen 15-jährigen Überprüfungsregel gesagt hat? Ich zitiere.
Ich sage Ihnen, dass es ganz und gar unserer Rechtstradition widerspricht, einem Täter über einen so langen Zeitraum hinweg eine Tat nachzuhalten. 15 Jahre. Wenn ich Zweifel am Gesetz habe, dann an diesem Teil, der einen Zug der Erbarmungslosigkeit hat und nicht die Kraft findet, zu sagen, dass in 5 oder 6 Jahren, jedenfalls in diesem Jahrhundert, die allgemeine Durchleuchtung der Vergangenheit endet. Das war vor 19 Jahren und es war die Stimme eines hoch angesehenen FDP-Abgeordneten und dem ist nichts hinzuzufügen. Und jetzt kommt unser Credo als Linke, das wir ja wie ein Mantra vor uns hertragen sollen. Das wird ja immer gefordert. Ja, wir sind für die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Und zwar je vertiefter und differenzierter, desto besser. Aber wir sagen Nein zu weiteren Überprüfungsfristen für den öffentlichen Dienst. Wir haben schon die Verlängerung der Überprüfungsfristen über 2006 abgelehnt, weil wir dadurch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt sehen. Und das gilt für eine Verlängerung bis oder über 2016 hinaus erst recht. Danke.